Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu Train Driver 2, der vermutlich Geistessimulator zum Zugfahren schlechthin, wenn es ums Realismus geht. Das ist Hammer. Das ist quasi Train Sim World 2, 3, wie auch immer, in noch viel geiler und realistischer und mit Multiplayer. Alle Züge, die hier fahren, werden von echten Spielern gespielt und dann ist es auch noch so, dass es echte Fahrdienstleiter gibt. Das sind A-Spieler und du kannst natürlich auch selber quasi Fahrdienstleiter spielen. Dazu muss man aber entsprechend ein bisschen Erfahrung hier vorzeigen. Also es gibt hier ein Profil, das man hier hat und je nachdem, wie gut man fährt und wie man bewertet wird, kriegt man dann hier Stufen und dann darf man quasi dann auch den Fahrdienstleiter mal spielen. Das sollte man natürlich entsprechend gut machen. Und man muss sich im Multiplayer auch entsprechend gut verhalten, denn man wird hier bewertet. Wenn man hier schlecht fährt oder zum Beispiel Blödsinn macht, dann kann das bis zu einem Bann gehen, dass man halt nicht mehr fahren darf hier. Singleplayer geht natürlich auch. Dann ist halt quasi die KI, die dann die Fahrdienstleiter macht. Dann kannst du nicht hier fahren. Da kannst du theoretisch auch Blödsinn machen, da passiert dann nichts. Hier zum Beispiel, das ist jetzt die Übersicht vom Multiplayer, die unterschiedlichen Stationen, die momentan besetzt sind. Da wird auch angezeigt, was für Experience der Fahrdienstleiter so hat und was er gerade so für Züge braucht. Also wie zum Beispiel, das alles erlaubt, Passenger Service, dann gibt es gut, also Güterzüge etc. SM42, das Tow, bin ich mir noch nicht sicher, was das eigentlich ist. Da muss ich nochmal nachschauen. Das Ding ist, in dem Spiel und auch im Forum ist sehr viel in Polnisch. Einiges gibt es jetzt schon in Englisch, aber es ist ein bisschen mühsam am Anfang in das Spiel überhaupt reinzukommen. Es ist nicht gerade für Einsteiger gedacht. Hier oben hat man quasi die ganzen Zugkompositionen. Das sind hier schon mal die vorgefertigten, die man sich aussuchen kann. Man kann hier auch auf Plus gehen und sich was Eigenes machen. Dann hat man hier die ganzen Fahrzeuge. Kann man das so hinzufügen. Ja, mit den ganzen Wagen etc. Das habe ich noch nicht gemacht. Shit. Jetzt habe ich aus Versehen gestartet. Das wollte ich jetzt gar nicht. Okay. Ich glaube, ich mache an der Stelle kurz einen Cut und dann sind wir dann gleich wieder im Menü. Außer er lasst mich gerade wieder raus. Ja, lasst mich gerade wieder raus. Okay, sehr gut. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay, was wir als erstes mal machen, wir gehen mal in den Singleplayer rein und dann hat es hier unterschiedliche Szenarios, die man hier durchfahren kann, also mit den ganzen Strecken. Ich nehme jetzt mal das hier, einfach nur zur Demonstration. Und jetzt kommt's. Das ganze Ding ist kostenlos. In der Videobeschreibung gebe ich euch einen Link, wo ihr euch das runterladen könnt. Da müsst ihr in dem Forum einen Account erstellen und dann tut ihr den Launcher runterladen, das Spiel selber dann. Und dann könnt ihr hier losfahren. So, das Ganze basiert auf Unity. Die Grafik ist ein bisschen altbacken. Aber sie sind konstant dran am Arbeiten. Aber es macht halt irrsinnig viel Spaß hier zu fahren. Als erstes Fahrzeug, mit dem wir unterwegs sein werden, wird hier dieser Triebwagen EN57 sein. Den gibt es einmal hier in der einfachen Variante und Doppeltraktion. Auch unterschiedliche Lackierungen gibt es. Und der ist, im Gegensatz zu den anderen Loks, was hier drin ist, wirklich einfach zu fahren. Es gibt dann also Diesel-Loks, Elektro-Loks, es gibt dann schweren Güterverkehr hier. Man kann ja echt alles machen, aber bis jetzt war ich halt mit der immer unterwegs. Aber mit der kann ich recht sicher fahren. Ja, die ganze Strecke ist hier irgendwo in Polen. Und das Coole ist, zwischen den Stationen gibt es halt unterschiedliche Szenerien und die können sich abwechseln. Also es ist jedes Mal eine komplett neue Fahrt. Aber man sollte das ein bisschen das Prozedere wissen, wie man halt mit einer Lok hier fährt und wie man auch mit einem Fahrdienstleiter umgeht. Zum Beispiel beim Multiplayer, wenn man hier anfängt, wir werden es dann gleich dann sehen, fragte dich nach der Zuganalyse und da musst du ihm zum Beispiel zurückgeben, was fährst du für einen Zug, was ist dein Vmax, wie schwer bist du, wie lang bist du und was willst du überhaupt machen. Zum Beispiel, du bist hier quasi ein Leerzug fahren von irgendwo hin, du bist ein Passagier-Express-Zug fahren, Intercity, du bist ein Güterzug oder was auch immer. Das musst du ihm dann sagen, weil je nachdem gibt er dir einen Fahrplan. Das ist der momentan hier rechts oben zu sehen. Das kommt jetzt schon von der KI. Und links oben hat man den Chat. Der ist dann später noch ein bisschen größer. Und da schreibt man quasi mit den anderen Fahrern bzw. den Fahrdienstleiter halt mit dir und sagt halt, was Sache ist. Und der
sieht dann halt entsprechend auch genau, was du halt machst. Ja, der hat hier sein Stellwerk, das gibt es in modern und auch in ganz alt. Ich glaube, müssen wir mal schauen, ob wir da hier hinten reingehen können. Eventuell kann ich euch das mal zeigen. Aber ich glaube, er lasst mich noch nicht rein. Das müsste das Stellwerk sein. Das ist komplett ausmodelliert. Kann ich hier einfach rein? Nee, ne? Okay. Oh, das ist ja das komplett digitale Stellwerk hier. Ja, schlechtes Beispiel hier. Aber es gibt halt Stellwerk in ganz alt und super modern und er hat dann, also du hast im Spiel dein eigenes Interface hier drin. Und du bist dann quasi in deinem Stellwerk und kannst dann halt hier den Zugverkehr angucken, aber das schauen wir uns mal später an, wenn ich das dann mal irgendwann machen kann. Beziehungsweise eventuell zeige ich euch mal ein Video von jemand anderen, von Fluffy Armchair Admiral heißt er. Das ist von dem, mit dem bin ich eigentlich auf das ganze Spiel überhaupt gekommen, dass es das gibt. Weil eigentlich habe ich noch einen Stellwerksimulator gesucht und dann hat er das hier gespielt. Und dann habe ich gesehen, oh mein Gott, das ist ein gratis Simulator, da kannst du zufahren und auch noch Stellwerk nachbauen. Das macht Laune. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Multiplayer rein. Beziehungsweise, nee, bevor wir das machen, zeige ich euch mal ganz kurz die Lok. Weil je nach Multiplayer-Session habe ich nicht sehr viel Zeit zum Rumspielen. Also gehen wir mal ganz kurz in die Lok hier rein. Also den Triebwagen. So schaut hier der Führerstand aus. Die ganzen Bedienelemente für die Lichter, Kompressoren etc. Hier, das da unten ist die Türsteuerung. Die Tür auf und zu machen, können wir eigentlich mal beide aufmachen. Hier, das ist quasi das Abfahrtsignal. Geht der Buzzer los und dann macht man halt die Türen zu. Fahrtrichtungswender, Bremse. Man hat hier auf der GUI-Seite kann man hier die Sachen noch steuern. Das ist ganz angenehm. Ich lasse das mal drin. Und was es hier dann gibt, das ist hier dieser rote Button. Das nennt sich Radio Stop. Wenn du irgendeinen Blödsinn machst oder du hast irgendwie Gefahr im Verzug oder irgendein Spieler fährt über Rot drauf, dann kannst du hier den Radio Stop Button drücken und dann werden bei allen Zügen in der Umgebung die Notbremsen ausgelöst. Das kann auch der Fahrdienstleiter machen von sich aus, wenn du Blödsinn machst, da knallt dir dann die Bremse rein. Im Multiplayer sollte man halt echt aufpassen, ob man das nutzt oder nicht, weil wenn du das natürlich zum Spaß verwendest und du alle Züge anhältst, dann kriegst du halt recht schnell einen Bann, wenn das halt unberechtigt ist. Ich habe das einmal gehabt, da bin ich gefahren und da gab es tatsächlich einen Radio-Stop vom Fahrdienstleiter, weil einer Amok gelaufen ist. Ja, spaßig. Und so ist halt jede Fahrt halt immer anders. Und es ist ein Spiel mit viel Warten. Je nachdem, was du halt für einen Fahrplan kriegst, dann kann es schon mal sein, dass du 10 Minuten, 20 Minuten irgendwo warten musst. Und dann geht es erst weiter. Alles solche Sachen. Also es ist nicht so wie in Train Sim World oder TS Classic, wo du dein Szenario lädst und dann kannst du eigentlich de facto schon losfahren. Hier muss man warten. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in den Multiplayer rein und machen mal eine kleine Session. Ich würde sagen, wir machen einen Passenger Express Service. Da sind wir ein bisschen schneller unterwegs, wenn er uns denn lasst. Und mal schauen, was so passiert. Hier beginnt es nochmal der ganze... Ich komme hier gar nicht rauf. Normalerweise kann man hier reingehen, wenn man am Bahnsteig ist. Ja. Cool. Ich werde euch dann nochmal ein eigenes Tutorial machen, wie man am besten in Train Driver 2 einsteigt und wie man auch mit dem Triebwagen umgeht. Er ist nicht ganz selbsterklärend und Tutorials gibt es nicht wirklich viele. Also zumindest nicht welche, die ich lesen kann. Das meiste ist halt in Polnisch. Also werde ich dann ein eigenes Tutorial machen. Inklusive Signalsystem und How to Multiplayer. Damit ihr da nicht verloren seid. Okay, also dann würde ich sagen, kleiner Cut und dann geht's ab in den Multiplayer. So, dann hätte ich jetzt mal die Multiplayer-Session gestartet mit einem neuen Bahnhof. So, wenn wir hier rauf gehen, sehen wir gerade, was für Spieler wir da haben. Der Timmy, das ist der Fahrdienstleiter hier. Der wird mich dann vermutlich hier im Chat gleich mal fragen, was meine Zuglösung ist. Da bin ich nicht drin. L steht übrigens, dass ich halt noch Anfänger bin. Das sehen die halt auch von den Flaggen her. Und von der Nummer irgendwie experienced ich bin. Und ja, wir müssen ihm erstmal sagen, was wir machen wollen. Also das schaue ich erstmal. Ja, genau, jetzt sagt er, bitte meine Reise, herzlich willkommen, Analyse bitte. Sagen wir hier die Length, das sind 130 Meter und weight, wir haben 250 Tonnen. Wir sind EN750 mit VMAX 110.
130 Meter, 250 Tonnen. So, Passenger Timetable, ich hätte mal sagen Passenger Express. Man muss dann, je nachdem, was man für ein Zug ist, die Zugnummer ändern. Es geht hier unter Profile, meine ich. Na, Entschuldigung. Das sind die Settings drin. Hier der Nickname ist 97348. Fünfstellig ist normaler Personenzählen. Pizza Lem heißt wie akzeptiert. Vierstellig wäre Express und sechs, glaube ich, wäre Empty Stock Move. Lampe. Wir gehen in den anderen Führerstand. Machen wir die Zugschlusslichter an. Left Rand. Super. Ah, da steht ein anderer Service hier noch. Okay. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir eigentlich warten, bis er uns den Fahrplan macht. Der erscheint dann da rechts. Und je nachdem, werden wir halt nach dem gerade fahren. So, gehen wir mal ganz kurz raus. Schauen wir uns das mal kurz hier an. Also ein bisschen blöd platziert. Alles klar. Cool, wir gehen mal wieder rein. Ich hätte gern noch... wo wurde mal die Beleuchtung? Extra Timetables. Ja genau, das wollte ich anmachen. Cabin Lighting können wir eigentlich auch anmachen. Ansonsten sind wir jetzt eigentlich abfahrbereit. Also dann lasse ich mal nur auf neutral, weil sonst kann ich nicht hin und her wechseln. Er hat ein Level von 7. Also das sollte eigentlich schon mal wissen, was er tut. Okay. Bin mir nicht sicher, für was die 11, 9 und 8 da stehen. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Ja. So, nehmen wir mal die Kamera da. Ich meinte, ich habe ihn da... Ah, da läuft er auch herum. So, schauen wir uns da mal zu. Hedge Money ist um 13,49 soll mal da sein. Fragt er mich, ob es okay ist. Looks good. Wundert sich vermutlich auch, warum ich so blöd hier darstelle. Also, in Head Money ist um 13,49 soll man losfahren. Also muss ich ein bisschen Fahrplan lesen, ne? Wir haben jetzt dann drei Durchfahrten und nächster Halt ist in Strümien um 14 Uhr. Und dann Sotboro 14:04 und Endhalt ist Otwoko um 14:06. Okay, also 49. Hetman ist das hier? Hetman ist das? Muss ich mal kurz gucken. Gehen wir mal ganz kurz hier in die Ansicht. Irgendwo bei mir. Hetman ist, ja, das ist eh die Station hier. Okay. Also um 49 fahren wir hier weg. Ich glaube, was wir jetzt hier mal ganz kurz anfragen werden, ist, ob wir mal schnell ein bisschen zurücksetzen dürfen. Weil irgendwie stehen wir hier ein bisschen allzu arg nah hier am Signal dran. So, jetzt frage ich noch, ob ich mich zurücksetzen darf, damit wir hier anständig an der Plattform sind. Ja, das gefällt mir halt nicht, dass wir halt hier bei den ersten Wagen hier so ein bisschen drüber sind.
Oh ja, 49. Ich glaube, das werde ich euch nicht geben, dass wir hier die ganze Zeit warten. Da werde ich einen kleinen Schnitt für euch machen. Und dann die Fahrt selber. Bin mal gespannt, ob das eine normale Fahrt wird oder ob es Spezialitäten geben wird. Was sag ich mit dem Spieler da vorne? Was bist du? Das ist ein ganz normaler Passenger Service, wenn es nach der Nummer geht. Hat vermutlich einen längeren Halt hier. Sowas kommt ja halt auch schon mal vor. Bei uns geht es recht schnell. Aber ich hab's, ja, wie gesagt, halbe Stunde warten oder so, das ist ganz normal. Bin mir nicht ganz sicher, aber weiß, was ich machen will. Aber er müsste eigentlich gesehen haben, dass ich so will. Ah ja, okay, ich darf. Gut. Dann gehen wir hier mal zurück. Bremsen lösen. Dann nochmal einen kleinen Achtungspfiff machen. Sehr gut. So, cool. Also, dann gehen wir hier mal raus. Sieht das jetzt gleich hier viel besser aus. Nice. Oh, cool. Sieht er eh. Mal schauen. Wir müssen jetzt mit DF, mit FF, kommt sie da übrigens raus. Die anderen F-Tasten sind für Text-Hotkeys. Also, da kann man dann sagen, ich da automatisch die Lösung schon vorprogrammiert, dass man ihm die gibt, oder ich möchte gerne mal über das nächste Signal drüber fahren, wenn es rot ist, solche Sachen. Das habe ich aber mir noch nicht eingestellt. So, und da sehen wir jetzt gerade, da kommt jetzt jemand von der anderen Szenerie hier rein und wird vermutlich hier sein Endstop haben. Also man kann hier natürlich aktiv ein bisschen Trainspotting machen, weil, wie gesagt, das ist alles echt. Und jetzt sagt er auch wieder Vita, das heißt also willkommen, also hallo. Und was ganz normal ist, wenn du dein Final Stop hast, dann wird dich der Fahrdienstleiter fragen, ob das dein Ende ist hier oder ob du einen neuen Fahrplan haben wirst. Und da sagst du ihm halt, ja, Ende, dann bleibst du hier stehen. Du kannst da doch einen Empty Stock Move machen auf Siding, wenn du willst. Das ist nicht zwingend so. Und dann kannst du die Session wieder verlassen. Also es ist sehr, sehr ungern gesehen, wenn du während deines Fahrplans einfach wieder gehst. Also wenn, dann musst du dir irgendwas Schlaues einfallen lassen, wie nächster Halt Stopp. Bei technischer Fehler, oh, technische Fehler übrigens, könnt ihr wirklich vorkommen, dass halt ihr irgendwas ist. Und da gehst du raus, also nicht einfach weggehen, weil die ganzen Fahrdienstleiter untereinander natürlich auch quatschen, die sind da die Züge und richten sich da rein, dass du kommst. Und ja, und man soll halt halbwegs nach Fahrplan fahren, damit du halt die anderen nicht aufhältst. Aber ja, auch das gibt's dann, dass du halt natürlich den Fahrplan nicht einhalten kannst, weil zum Beispiel andere doof fahren. Oder der Fahrdienstleiter drauf ist. Jetzt von beiden. Ja, also bin ich mal gespannt. 940. 1340. Sehr kurze Fahrt. Ja. Ja, und die Personen hier machen teilweise ziemlich schräge Sachen. Zum Beispiel sowas. Das ist total dämlich. Also ein bisschen Humor als im Spiel. Eigentlich unser Fahrdienstleiter. Oh, na, jetzt erst im Bahnsteig. Oder unten? Nö. Den gerade nicht. Also, liebe Leute, für euch gibt es erstmal einen Cut. Und um 9:40 Uhr dürfen wir dann das Signal hier kriegen und dann geht's los. So, liebe Leute, jetzt dauert es nicht mal lange, bis wir hier abfahren dürfen. Ich habe mit ihm noch mal ein bisschen kurz gesprochen, ne, wie sein Tag so ist. Dann hat er gemeint, hier ist es soweit okay. In Otwoko, wo wir hinfahren, hat es aber ganz schön viel Traffic. Managt er wohl angeblich auch. Bin mir nicht sicher. Und ich habe ihm noch ein positives Rating gegeben, weil er bis jetzt einen super Job gemacht hat. Also tut es dann auch regelmäßig, gibt es dem Fahrdienstleiter ein Plus nach oben oder ein Minus, wenn er doof ist. Kann natürlich auch persönlich sein, wenn er dich irgendwie blöd anmacht oder so. Tut es ruhig bewerten.
im schlimmsten Fall wird es dann halt da im Forum ein bisschen eskaliert. Aber ja, immer schön Rating geben. Die tun das gleiche auch bei dir. Wenn du dich gut verhältst und auch gut fährst, dann kriegst du einen Daumen nach oben. Und so steigst du dann auch. Okay, 47, dann gleich 48 in der Minute soll es losgehen. Schauen, ob wir im Fahrplan sind. Hier schon mal nach vorne gehen. Bis da rechts unten ist übrigens die Hüppe. Was, da sind wir... Ah, cool. Alles klar, wir dürfen losfahren. Das machen wir auch. Bremsen lösen. Sehr gut. Und dann gehen wir mal Leistung. Oh, scheiße. Ich hab die Tür offen lassen. Hab's vergessen. Hoffentlich hat er das jetzt nicht gesehen. Das ganze Interface kann man jetzt ausblenden, ne? Wenn man das nicht haben will. Beziehungsweise, dass man halt nur den Chat, wenn man den Chat raust, kannst du die nicht auslassen. Das ist der Stellberg, schauen wir mal, was drin ist. Ja, da steht er. Und schaut uns zu. So, 120 Höchstgeschwindigkeit. Ja, mal Maximum Schmack ist hier. So, hier war es. So witzig, haben wir Durchfahrt um 13.53 Uhr. Das müsste bald dann sein. Und währenddessen haben wir hier 110. Später hier 80. Ich habe halt leider kein Streckenbuch, wo ich ein bisschen nach den Kilometer gehe. Das heißt, man schaut hier halt ganz nach dem Signal, wann der Bahnhof angekündigt wird und halt anhand der Uhrzeit, wann man halt hier da sein soll. Das ist übrigens hier die Wachsamkeitskontrolle. Dann gibt es hier in Polen wie in England ABS. Also wenn ein Signal alles andere als mit Grün anzeigt, muss man das bestätigen. Jetzt halt Wachsamkeitskontrolle alle 60 Sekunden. Sonst kommt ein lauter Schrill daher. Muss ich dann beim nächsten Mal kurz zeigen. Wenn man unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht. Hier bei S. Schauen wir mal, ob das mit der Zeit hinkommt, dass wir 3:50 statt am nächsten Bahnhof sind. Brauchen ein bisschen mehr Leiste mehr. So, jetzt lädt er schon die nächste Szenerie. Kommen wir in den nächsten Abschnitt rein. Und da ist er halt mal kurz am Ruckeln und Laden. Und da kommt dann auch der neue Fahrdienstleiter. Gib mir eben mal ein Plus, dass man ihn positiv bewertet hat. Das sollte man halt machen, bevor man halt gewechselt hat. Da geht ganz schön bergauf hier. Ein Schmack ist hier. So. Ja, jetzt sind wir dann gleich in der neuen Szenerie drin. Und gleich kriegen wir den neuen Fahrdienstleiter. So, wir müssen anhalten in einem Kilometer. Bestätigen müssen. Ja, da war's. Ja, aber jetzt werde ich gerade. So, jetzt sind wir connected mit dem neuen Fahrdienstleiter. Diese blaue ist übrigens vom Bahnhof, wenn wir seine Welcome-Message. Ah, das freigeben. Wir gehen jetzt mal hier nicht auf Fullspeed. Ein bisschen schneller darf es noch sein. Ja, nächstes Signal ist rot. Ah, Level 6. Normaler Fahrer haben wir hier.
muss wieder freigeben. Sehr gut. Also wenn er jetzt richtig gut gewesen wäre, dann hätte er uns voll durchfahren lassen. So, und hier ist es war's zu Witze. Ich spreche das garantiert falsch aus, aber der Bahnhof wird nicht mehr geused, aber ich bin gestern hier mal gefahren und habe ihn gefragt, ob ich hier einen Scheinhalt machen kann. Und das ging, sag mal. Hat auch richtig gut drin zum Üben. Also, ist noch gern gesehen, wenn man hier Manöver macht. Und ich lasse jetzt mal ganz kurz drin, dass das und da ist er drin und schaut uns zu. Cool. Erstmal freie Fahrt. 53, das hat hingeklappt. Also dann haben wir hier um 55 nächste Durchfahrt. Dann sind wir in der Zeit. Ich mach das mal hier ein bisschen kleiner. Ich mach das gar nicht so groß haben. Oh, den anderen habe ich jetzt gar nicht gesehen. Kommt der noch? Übrigens, als ich mal gezeigt habe, das ist das Zughorn. Okay, das klang jetzt ein bisschen abdreckt, das geht normalerweise besser. So, Ankündigung für den nächsten Bahnhof. Cool, wenn das ein Fahrdienstleiter passiert, weil dann bist du halt einfach mal mit dem Leben und dann kannst du hoffen, dass recht schnell jemand Neues übernimmt. Ansonsten musst du halt dann aus dem Spiel raus und wieder irgendwas reinladen. Nächstes Stellwerk. Kommst dazu. Wahnsinnig, das ist mein. Ja, okay. Jetzt nicht bremsen, Entschuldigung. Und den Menschen vergessen. Da haben wir keine Stimmt. Jetzt sind wir auf 50 in Debina Bot irgendwas. Wäre natürlich cool, wenn es dann hier mal deutsche Strecken gehen würde. Wir setzen es einfach komplett auf polnisches Streckennetz und Regeln ausgelegt. Aber warum auch nicht? Das ist mal was anderes. Also, ich spiele es viel lieber, als wir es bei Chains in World 3, weil der Realismusfaktor ein ganz anderer ist hier. Viel zu schnell. Zu bremsen. Nächstes Stellwerk hier. Also in 3 Kilometern ist vermutlich der nächste Abschnitt. Schon gut geben. Kann natürlich auch hier die Außenansicht geben. Und es gibt auch so eine Chase Cam, aber die habe ich noch nicht geschafft, irgendwie einzustellen. So, ich werde jetzt mal mit der Bremse wieder rausgehen. Ich bin mal gespannt, was bahnverkehrstechnisch dann in Otsuka so losgeht. Ja, ich meine, da ist recht viel los heute. Nur 50 Debina. Jetzt nur mal den nächsten Halt.
Aber die Bremsen von dem Triebwagen, die sind echt giftig. Ja, ich glaube, da müssen wir hier halten. Ja, das ist trainieren. Ich habe die Tafel gesehen. Cool. Es gibt auch Haltetafeln. Sind aber nicht immer da. Wo dann auch die Meter draufstehen. Ob welche Zuglinge du da halten musst. Aber hat es hier nicht. So, das ist drüben. 14 Uhr hätten wir da sein, ein bisschen zu früh. Schauen wir mal. Ja, wieder. Hat das Signalhorn irgendwo gehört. Södele. Cool. Ja, also irgendjemand spielt da mit seinem Horn. Ach, da vorne. Ob der jetzt auch hier halten wird? Schauen wir uns das nochmal hier an. 14:01 geht's bei uns wieder los. Junge, du hast, glaube ich, deinen Stromabnehmer falsch. Das ist eigentlich der hintere, der oben sein sollte. Ich glaube, der hält ja wirklich. Ja. Nice. Oh, der darf auch schon wieder fahren. Der hat grün. Das war aber ein sehr kurzer Halt. Ja, vielleicht ist er auch zu spät unterwegs. Weiß mal ja nie. So, wir gehen mal wieder hier rein. Und dann wollen wir hier gleich mal das Signal geben zur Abfahrt. Abfahren lässt. Na komm. Halt um auf grün. Jetzt wird es dann eine Verspätung. Viel. So, ich mache jetzt trotzdem meine Türen zu. Ah, oh, komm schon, fahr den Slider. Mal rein, vielleicht hat er mich ja vergessen. Aber es könnte jetzt sein, dass er sagt, wir warten auf die nächste Strecke hier. Ach komm schon, Mann, es hat so gut angefangen mit dem Fahrplan. Mensch. Und auf die Hinterseite. Ja, bitte vergiss mich nicht. Weiß nicht, soll ich mal vorziehen aufs Rote? Oh, das macht man doch eigentlich nicht.
Ach, davor, glaube ich, hätte ich halten sollen bei der Tafel. Ja, je nachdem, liebe Leute, wenn ich jetzt hier noch länger stehe, dann gibt es jetzt hier kurz einen Cut für euch. Die da nicht gleich lang warten müsst wie ich. Ah, da sagt er schon. Wir haben keine Freigabe. Ah, schade. Cool. Ja, also wir müssen warten. Okay, cool. Wir haben ein Signal. Wir dürfen fahren. Also, warten wir, ne? Und Abfahrt. Ach ja, das war's mit Tanke. Dann in Scott Volvo 14.04, also wird es dann 14.08 oder so werden. Das ist dann hier bei der 80er Markierung, das stimmt auch mit dem hier rein, dass wir dann die 80 fahren. Kurz danach in Toku, wo so viel los ist. Ich freue mich schon. Positives Rating geben, hat er uns auch jetzt gegeben. Nächste Station dürfte immer weit sein. Mal gucken, ich zoome da gerne noch mal ein bisschen rein. Die Strecken halt einfach nicht genau kennen. Das dürfte im nächsten Szenerieabschnitt sein. Ein Rotsignal in 2,6 Kilometer. Hat sich jetzt verändert, ne? So der kann da hinten gewesen sein. Scenery loading finished. Das war jetzt ein nahtloser Übergang. Coole Sache. Oh, scheiße. Scheiße, da werden wir jetzt drüber schießen. Fuck. Okay, gerade noch funktioniert. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was er mich da gefragt hat. Konik Zinobi. Ich glaube, das heißt eben so viel, ich soll wir anhalten. Sagen wir, das ist das Thermal, das ist in Otsuboko. So.
Wir müssen lösen. So, komm. Soll jetzt eh gerade das nächste sein. Naja. So schlimm ist die Verspätung gar nicht. Hätte schlimmer sein können. Je nachdem, wie der Bahnhof ist, wenn wir gerade überlegen, ob ich noch ein empty Stockbuch mache, irgendwie zu der Abstellgleise, dass wir hier eine Abstellung machen. Bis jetzt war ich noch nicht doof genug, dass ich hier mal über Rotsignal fahren bin. Gott sei Dank, da gibt es so einen Stress. Plan nicht einhalten kann. Oh, wir dürfen weiter. Sehr gut, feiner Stopp hier. Sehr gut. Cool, machen wir die Tür auf. Und das war's. Und jetzt glaube ich, fragen wir ihn mal, ob wir ein Manöver machen können. Hier auf das Abstellgleis. Und so werden wir jetzt hier mal ihm gerade mal fragen. Can I do ECS to the siding to... Can I do an ECS to the siding to end my shift? Aber das cool findet. Oder nicht so cool. Kann aber schon mal vorbereiten. Die linke Lampe ist dafür aus. Die Hauptlampe ebenfalls. Es darf dann nur noch eine Lampe an sein. Die rechte. Die Manöverfahrt. Kann jetzt gut sein, dass ich damit jetzt echt voll nerv, wenn er dann hier recht viel zu tun hat. Aber ich bin der Einzige hier.
So, Türen wieder zu. Ach, jetzt könnte man eigentlich rausgehen. Ich dachte, wir würden ansonsten hier enden. Aber ich habe mich ja wegen ECS gefragt. Ich glaube, er hat es nicht so ganz verstanden. Aber was er jetzt so versteht, I want to move the train to the siding to shut down the train. Ich kann. Okay. So, drei. Gut. Ich glaube, er lasst mich. Dann können wir jetzt hier schon mal fahren. Los geht's. DM vor, sagen wir. Alles klar. Ah, da hinten ist auch der andere Spieler. Das ist Signal H. TM4. Hoffentlich sagt er mir das jetzt dann anhalten soll. TM4? Ja, das ist hier bald, oder? Ja, ich glaube, ich ziehe das noch mal ein bisschen kurz vor und bleib dann hier stehen. Ich werde dann hier jetzt End of the Line. Ja, ich glaube, hier ist End für den Schifffahrten. Okay, wenn wir hier mal Flut wechseln. So, Change Cap. Ah, wir haben noch Leistung drauf. Entschuldigung. Und backwards. So. War nicht mehr so falsch gemacht. Dann schiele ich das an. Ein Abfahrt.
ich bin einfach voll nervös, dass ein Multiplayer, dass er ja nichts falsch macht. Aber er hat zumindest wie immer nicht geschimpft. Ja, jetzt ist einfach bei der Abfahrt. Türsignal ist offen, dürfen rein. Nice. Ach, das ist TM4 hier. Ah. Seine Lichter nicht an. Schande über ihn. Kann er nur. Und da ist der Bahnhofsvorsteher. schön zu gucken, was er hier macht. Nichts gesagt hat, dass die Lichter nicht an sind. Ich hab's aber ja schon mal vergessen, wie gesagt, hab's mal falsch gehabt. Aber er hat gerade gesagt, ey du, da, deine Lichter sind falsch. Ja, er zieht aber brav bis ganz nach vorne. Ich dachte ihm, das ist ein Neuling. Nee, aber es ist ein Engländer. Einmal anhalten, bitte. Cool. Ja, dann machen wir hier mal die Lichter aus. Sehr gut. Und gehen hier mal in neutral. Gehen hier auf die andere Seite. Machen auch hier die Lichter aus. Und tun das mal von draußen kurz überprüfen. Das ist sehr gut. Hier. Oh, da ist ein Licht noch an. Das ist nicht gut. Das ist das linke. Lamp off. Jetzt aus. Jetzt ist aus. Coole Sache. Und da hat er auch schon die Abfahrt. Ich glaube, die gehen wir ihm noch. Ciao. Ruf nicht. Kannst deinen Fahrplan einhalten. Nicht so wie bei mir. Und ja, dann sagen wir eben noch thanks for this Service. Und ein Plus, dass wir ihn positiv bewertet haben. Und geben wir natürlich einen Daumen nach oben. Ja, liebe Leute, das ist gewesen. Train Driver 2. Könnt ihr euch das kostenlos herunterladen und auch selber mal ausprobieren. Wie gesagt, ich mache noch mal ein Tutorial-Video. Und dann könnt ihr da auch mal reingehen. Und ja, mal schauen. Ich werde sicherlich noch ein paar Videos im Simulator machen. Also, bis stehen dann und ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.